YouTube. Hi, oh mein Gott, ich habe hier jetzt gerade alles dekoriert. Ein Jahr YouTube, oh mein Gott. Das raschelt wahrscheinlich enorm, ich mache das mal weg. Ihr werdet merken, das ist hier eine einzige Trash-Produktion heute hier. Und ich hatte doch noch einen. Hier. Das fühlt sich gerade wirklich an wie ein Geburtstag. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Video zurecht machen möchte. Ich habe sogar schon angefangen zu schneiden, bevor ich das hier überhaupt gedreht habe. Ich plane das Video als Premiere. Ich hoffe, es hat geklappt. Ich hoffe, es hat zeitlich noch hingehauen. Hallo, mein Schatz. Da ist meine Clickbait-Katze. Komm mal her. Jetzt hat er sich hinterm Desktop versteckt. Hinterm Monitor. Sehr schön. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Heute, vor einem Jahr, habe ich mit YouTube angefangen. Zum Release von Die Sims 4 Inselleben kam meine erste Inselleben-Folge raus. Und mittlerweile sind wir allein bei diesem Let's Play in der dritten Generation. Die dritte Generation ist auch schon Teenager. Das ist der Hammer. Aber zuerst kam ja Inselleben, dann Reich der Magie, dann an die Uni. Und jetzt sind wir in der vierten Staffel. Nachhaltig leben, sieht man meine Hand überhaupt? So, in der vierten Staffel. Nachhaltig leben. Und es ist einfach so krass. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Lässt du meine Kamera bitte stehen? Ich bin sprachlos. Es fühlt sich wirklich an wie ein Geburtstag. Ich habe Lust, einen Kuchen zu backen und mit Hubert Kuchen zu essen. Es ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Tag für mich, was ich niemals gedacht hätte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt ein Jahr schaffe, das durchzuziehen, dass ich Videos mache. Aber ich habe es geschafft und das ist euch zu verdanken, weil ihr mir mit all euren lieben Kommentaren einfach so viel positives Feedback gegeben habt, mich weiter motiviert habt, dass ich gar nicht mehr damit aufhören möchte. Ich habe vor ein paar Tagen wirklich daran gedacht, mit YouTube aufzuhören, einfach weil es diverse Komplikationen gab, was Behörden und sowas angeht, möchte ich aber euch gar nicht groß mit langweilen, habe ich schon genug drüber geredet. Und ja, aber dann bin ich nochmal so durch meine alten Videos gescrollt und habe so ein bisschen geguckt, so die Thumbnails, meine Entwicklung, allein was die Thumbnails angeht. Übrigens halt heißt Thumbnail Daumennagel. Warum nennt man Thumbnails Thumbnails? Ist auch wieder so eine Frage, ne? Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich muss mich erstmal dekorieren. So in etwa. Jetzt klebt das an meinem Labello und ich sehe gerade, ich hab hier wieder ein rotes Matschauge. Ja, ich habe angefangen mitten in meiner Allergie und ich möchte heute alles ein bisschen alberner gestalten, also alberner als irgendwie eh schon. Und ja, ich wollte einfach einmal Danke sagen. Und die Frage kam mir auf, wie ich überhaupt auf den Namen Misha KK gekommen bin. Das wurde schon im Q&A gefragt, zum 4000 Abonnenten-Special. Und wurde immer mal wieder zwischendurch gefragt. Und wir haben immer wieder auf das Einjährige vertröstet, also auf dieses Video, auf heute und jetzt. Und ich werde das ein bisschen aufteilen. Der Name Misha hat ein bisschen einen ernsteren Hintergrund. Der Name KK ist sehr komödiantisch. Und so möchte ich das Video auch ein bisschen aufteilen. Ich muss echt gucken, dass ich jetzt nicht wieder mega emotional werde. Ich möchte diesen Tag irgendwie mehr feiern als meinen Geburtstag. Ich meine, ich gehe bald auf die 30 zu, da will ich sowieso nicht mehr unbedingt Geburtstag feiern. Aber mein YouTube-Kanal ist jetzt ein Jahr alt und oh mein Gott, naja gut, eigentlich habe ich ihn seit 2013, aber ich habe heute vor einem Jahr das erste Sims-Video hochgeladen und wirklich aktiv YouTube gemacht, also ich könnte euch theoretisch auch Sachen zeigen, die ich vorher hochgeladen habe und das war super peinlich. Wisst ihr was? Ich zeige euch das. Ich meine, das ist ja spiegelverkehrt hier. Eigentlich müsste ich ja so runtergucken, aber mein Bildschirm ist da. Und hier sieht man mein erstes Video und die anderen davor, habe ich die gelöscht? Das wäre ja jetzt voll schade gewesen. Aber wenn man hier mal durchscrollt und sich diese Thumbnails ansieht, es ist so krass, wie ich mich da irgendwie entwickelt habe. Ja, Little Miss Fortune, das hat irgendwie nicht so gut hingehauen. Da habe ich immerhin 92 Aufrufe, 66 Aufrufe, 55. Ich glaube, das Schlechteste war irgendwo 32 oder so. Und meine Bauvideos kamen halt auch überhaupt nicht gut an.
hier 67 Aufrufe. Das ist halt der Grund, warum ich dann keine Let's Builds mehr mache und Speedbuilds nur noch sehr, sehr selten. Ich habe ja kürzlich erst eins gemacht. Hier, Apocalypse Library. Library. Ich kann kein Englisch so gut aussprechen. Und ja, wenn man sich hier so mal die Aufrufzahl anguckt, rentiert sich das einfach nicht, weil sowas einfach super viel Arbeit ist. Und warum jammer ich hier? Das soll ein Tag zur Freude sein. Aber wo sind denn meine super peinlichen Videos? Ich habe eins der Videos gefunden. Das habe ich vor 7 Jahren hochgeladen. Fast vor 8, 2012. Und es ist super, super peinlich. Aber ich dachte, wir gucken da eventuell auch mal kurz rein. Und steinigt mich nicht dafür. Ich war jung. Ich war sehr jung. Buongiorno, meine Lieben. Nein, 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 nicht wegschalten. Ich habe heute eine interessante Geschichte für euch. Passt mal auf. So, ich habe mal einen Freund und der wiederum hat einen besten Freund gehabt. Ist klar. Und dieser beste Freund hat mich jetzt letztens im Internet angeschrieben und meinte so, hey, du bist doch Leo, oder? Und ich so, ja, klar. Dann haben wir uns unterhalten, so ein bisschen über früher und so. Und da hat er gefragt, ob ich mich... Also zum einen, ich bin da noch voll schlank. Was ist passiert? Also der Lidschatten geht gar nicht und das war noch in meinem Kinderzimmer, Jugendzimmer. Da war ich vielleicht in der 10. Klasse oder gerade mit der Schule fertig. Nee, gar nicht. Ich war schon in der Ausbildung 2012. Oh mein Gott. Ich glaube, da war ich sogar schon ausgelernt. Super peinlich. Da muss ich um die 21, 20 gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Ja, 21. Oh Gott, ich war 21. Und meine Stimme klingt ganz anders, oder? Ich habe mir damals extra so eine Digitalkamera gekauft, um das aufzunehmen. Das ist super peinlich. Wieder mit ihm treffen möchte. So einfach just for fun. Ich so, ja, klar, warum nicht? Das war abends. Und er hat natürlich nein gesagt. Oh mein Gott. Und er hat sich total darüber aufgeregt. Ich so, hallo, geht's eigentlich noch? Männer, das könnt ihr so nicht machen. Das könnt ihr so nicht machen. Liebe Männer, dachte ich mir, ich gebe euch mal ein paar Tipps, wie meine Frau behandelt. Zumindest wie ich gerne behandelt werden möchte. Willkommen bei Leos Flirt-Tipps für Männer. Ich kann mir das nicht länger angucken, aber es ist super, super peinlich. Mein allererstes Hallo, Video. Hallo, ich bin die Leo. Ich bin hier noch ganz neu bei YouTube. Ich hatte schon vorher Videos angeguckt und so, aber nie wirklich aktiv mitgearbeitet, so Videos reingestellt und so. Ja. Oh, das ist so peinlich, in die Kamera zu gucken und die Stimme und oh, muss ich mich erst dran gewöhnen. Ja, ich bin durch eine Freundin darauf gekommen, die hat einen Tag reingestellt und den fand ich so toll, dass ich dachte so, ja, versuche. Die hat einen Tag reingestellt, ja, welchen Tag stellen wir denn heute mal rein? Stellen wir den Montag rein? Stellen wir den Mittwoch rein? Man stellt ja auch gerne mal so einen Tag rein. Und hallo Baby! Jetzt brauche ich mal eine Clickbait-Katze, um von meiner Peinlichkeit abzulenken. Hallo. Und er hat wie immer keinen großen Bock. Er kommt immer nur dann, wenn er nicht kommen soll. Oh mein Gott. Ja, so sah ich 2012 aus und ich habe gerade voll die Schamtränchen. Ich würde jetzt fast sagen Fremdscham, aber das ist kein Fremdscham, das bin ich. Ist auch mal? Ja. Und ich hatte Nymphensittiche, die hört man im Hintergrund. Das ist immer noch mein Kinder- und Jugendzimmer. Und wie geschwollen rede ich bitte? Wie geschwollen rede ich? Ich rede irgendwie total lispelig und total seltsam, so wie Bonnie von Family Guy oder so. Oh Gott. Mädel! Reiß dich zusammen! Ich habe auch schon einen großen Plan, aber wie gesagt, das ist ein recht großer. Ich muss erst mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Aber wenn es funktioniert, erfahrt ihr das als erstes? Das Projekt war abnehmen. Hat ja super geklappt. Ja. Ich habe jetzt noch keine großen Ideen, was ich jetzt machen könnte. Vielleicht habt ihr Ideen, Anregungen, Vorschläge. Wenn ja, könnt ihr sie einfach unten in die Kommentarliste schreiben und ich reagiere dann darauf dementsprechend. So, ich wollte mich jetzt eigentlich nur noch mal vorstellen und tschüss!
Das habe ich nicht mal rausgeschnitten. 3 Likes, 3 Dislikes. Oh, du bist ja Süßbahn. Ich abonniere dich jetzt, Süßi. Das ist eine Bekannte damals gewesen. Und, ah ja, du Olle. X0V, ich grüße dich ganz lieb, als du das siehst. Ja, ich war wirklich nicht gut drauf. Oh Gott sei Dank, wir sind wieder in der Gegenwart. Eigentlich war das gar nicht geplant, dass ich euch das zeige. Das war irgendwie jetzt sehr spontan, dass ich dachte, ja, mache ich das einfach mal so ein bisschen so in Rückblick auf meine YouTube-Karriere. War auch ein super Anfang. Also ich mache jetzt hier meinen ersten Tag und ich weiß nicht doch richtig, was ich hier machen soll. Aber vielleicht habt ihr Ideen. Das ist immer ein super Start mit YouTube, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was man überhaupt machen möchte. So, aber wie wurde ich zu Misha KK? Ich würde gerne einfach noch so viel weiter mit euch reden. Das wäre jetzt im Livestream natürlich super cool gewesen, aber dann hätte ich die ganzen Sachen nicht einbinden können, die ich ja noch einbinden möchte. Dann erkläre ich euch jetzt, woher der Name Misha kommt. Das ist ein ernsteres Thema, deswegen möchte ich das nicht so komödiantisch aufziehen. Und zwar kommt der Name Misha von Misha Collins tatsächlich. Einige kennen ihn vielleicht oder viele, ich weiß es nicht. Das ist der Castiel aus der Serie Supernatural, von der ich ein Riesenfan war. Und wie einige von euch wissen, bin ich krank. Und halt auch psychisch krank. Darauf möchte ich aber jetzt nicht so genauer eingehen. Allerdings war ein Teil dieser Krankheit eine riesige Identitätskrise. Ich dachte, ich sei transgender. Es hat sich als Phase rausgestellt, auch wenn ich den Ausdruck Phase mega gehasst habe. Das hat mich verletzt und wenn man andere, ich sag mal Betroffene, die das Ganze wirklich durchmachen, sagen, ach, das verwechsel ich, das ist sicher nur eine Phase, das verletzt. Bei mir hat es sich aber so herausgestellt, ich war deswegen auch in Therapie und war 2 Wochen, überleg mal, 2 Wochen, bevor meine Hormontherapie angefangen hat, bin ich in die Psychiatrie, also nicht Zwangsjacke und so, sondern es war ganz normale Klinik, wie so eine Art Reha mit Therapie. Also ich war auf einer Station, wo die Leute die gleiche Krankheit hatten wie ich und dann gab es halt Gruppentherapien und so. Also Psychiatrie klingt immer so hart und immer so angsteinflößend, aber das ist es gar nicht. Und ich schäme mich auch nicht dafür, das hat mir super gut getan und hat mich, oh dieser Fussel, ne? Hat mich quasi gerettet. Ich wäre so nicht hier, wäre ich damals nicht in diese Psychiatrie gegangen, dann ich sag ja, kommt immer dann, wenn es nicht passt. Dann wäre ich jetzt tatsächlich im Körper eines Mannes. Weil die Hormontherapie, die hätte mich halt sehr verändert. Ich wäre maskuliner geworden, die Schultern wären ein bisschen breiter geworden. Mein Gesicht wäre kantiger geworden, meine Stimme logischerweise tiefer. Ich hatte kurze Haare. Ich bin hier auch ein bisschen zur Seite gerutscht, damit ich hier Bilder von der Zeit einblenden kann, wie ich damals ausgesehen habe, wie ich damals rumgelaufen bin. Und habe mich natürlich auch vor Freunden und Familie geoutet und gesagt, hier, ich bin im falschen Körper. Ich habe einen richtig langen Brief geschrieben, wo ich meine Situation dargestellt habe und damals auch gesagt habe, ja, das sind die Gründe, warum ich mir sicher bin, ich bin im falschen Körper. Und es war auch sehr, sehr plausibel und ich kann es nicht so richtig erklären. Es lag einfach wirklich daran, dass ich quasi identitätslos war und mir eine Identität gesucht habe. Und das war dementsprechend ein Mann, weil ich sehr unschöne Erfahrungen machen musste, aus dem Grund, weil ich eine Frau bin. Und ein Mann zu sein, hat mir damals einfach mehr Sicherheit gegeben. Und ich habe früher auch nicht so gerne mit Puppen gespielt und so, dann war eher draußen und habe auf Bäume geklettert und habe mich gekloppt mit anderen und so und habe Frösche gefangen und sowas, was halt
eher nicht typisch mädchenhaft ist. Ich mag dieses typisch Junge, typisch Mädchen nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und all diese Sachen, so der Ekel vor der eigenen Brust hat damals auch mit reingespielt. Und das war einfach der Grund, oder das waren einfach ganz, ganz viele Gründe, weshalb ich damals dachte, ich sei ein Mann. Habe ich dementsprechend gekleidet, mich dementsprechend so gegeben und habe mir dann typisch dafür einfach einen neuen Namen ausgesucht, wie ich zukünftig heißen möchte, auch nach der angleichenden Operation. Und das war einfach der Name Misha, beziehungsweise Misha Christian. Also Misha Christian, nur englisch ausgesprochen, weil ich es irgendwie cooler fand. Weil meine Eltern mich damals Christian genannt hätten, wäre ich ein Junge geworden. Und ich wollte aber ein bisschen was Außergewöhnlicheres und habe mich dafür den Namen Misha entschieden, weil das halt auch ein Unisex-Name ist und sowohl vor meiner Operation als auch nach meiner Operation sehr gut gepasst hätte. Und es ein weicher Name ist und also er wird so einen Namen weich ausgesprochen und nicht so Gerhard oder so. Das ist ja so ein bisschen kräftiger, maskuliner und so als richtig maskulin Mann habe ich mich nie gesehen, sondern eher so Bottom-mäßig, ich habe keine Ahnung, wie ich das ausdrücken soll. Also so ein bisschen femininerer Mann. Ich kann es halt wirklich nicht genau beschreiben. Und es ist gerade auch ziemlich schwer, darüber jetzt zu reden, so vor laufender Kamera quasi, so vor einem vierstelligen Zuschauerpublikum. Ich hoffe aber, ihr nehmt das ganz gut auf. Und ja, und so kam ich einfach zu dem Namen Misha. Also meine Freunde Hubert nennen mich heute noch alle Misha. Das ist dann irgendwie einfach so geblieben, auch wenn ich nach der Klinik gesagt habe, okay, es war bei mir wirklich nur eine Phase, auch wenn ich es halt nicht hören wollte, weil ich habe mich tierisch drüber aufgeregt. Ich wollte auch mit R angesprochen werden. Und ja, es war schwierig. Auch das Outing von meiner Familie, von meinen Freunden. Aber es war durchweg positiv. Meine Mutter hat sich irgendwie Vorwürfe gemacht, weil sie meinte, ja, ich habe mir in der Schwangerschaft einen Jungen gewünscht, aber du bist ein Mädchen geworden, vielleicht habe ich das irgendwie getriggert oder so. Ich meinte, das ist völliger Quatsch, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Mein Vater hat das gut aufgenommen, mein Bruder, das weiß ich noch ganz genau, da haben wir zusammen abgewaschen und ich habe ihm das gesagt. Und er meinte, dass er hinter mir steht, egal was ich mache. Und wenn ich damit glücklich bin, dann ist er auch glücklich. Und das hat mich so gerührt. Deswegen, Jens, wenn du das siehst, ich hab dich ganz so lieb. Und natürlich auch meine anderen Geschwister. Mal gucken, ob die das auch gucken. Ich stelle ja immer wieder fest, dass meine Familie in meine Videos reinguckt. Allerdings erst im Nachhinein, was es dann irgendwie ein bisschen peinlich macht, wenn das so Leute aus meinem nahen Umfeld irgendwie sehen. Ja, mein Vater hat total toll reagiert. Meine Mutter dann auch, so ist es nicht. Sie war nur am Anfang ein bisschen überrumpelt, aber ich kann es auch verstehen. Ja, das so zum Outing, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, was ich dazu noch ansprechen wollte. Und ja, also meine Familie nennt mich jetzt nicht mehr Misha. Hat sie am Anfang gemacht, allein um mich zu unterstützen und zu zeigen, okay, das ist in Ordnung, das akzeptieren wir so. Aber jetzt sind sie mich auch wieder bei meinem Geburtsnamen, weil ich heiße ja Vanessa. Werde auch Vanessa noch angesprochen oder halt Nessie. Aber so im Freundesbereich oder die Familie von Hubert oder so, die nennen mich alle immer noch Misha. Und deswegen habe ich mich dann halt auch bei YouTube für den Namen Misha entschieden. Und das war es jetzt tatsächlich auch mit dem, mit dem ernsteren Thema. Weil jetzt kann ich euch noch sagen, woher der Name KK kommt. Und das lohnt sich, wenn ihr bis jetzt noch dran geblieben seid, habt ihr euch eine Belohnung verdient. Und zwar den übelsten Trash-Film-Billigproduktion, die es jemals gegeben hat. Wir haben das halt mit dem Handy aufgenommen. Da ist das Mikrofon kacke, die Bildqualität ist kacke. Und es hat irgendwie alles geheilt, aber ich wünsche euch damit ganz, ganz viel Spaß und bin sehr gespannt, wie das bei euch ankommt. Film ab! Guten Abend!
Abend, liebe Kinder, und herzlich willkommen zu unserer heutigen Märchenstunde. Die heutige Geschichte heißt KK. Es war einmal vor sehr langer Zeit. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da spielte Misha in einem Forum für Geschichtenschreiber die Rolle des Piraten Killian Jones. Ja, der. Dieser Piratenkapitän hatte trotz seiner Lebensweise etwas gegen Schmutz und achtete stets auf sein Äußeres. Kurzum, er war eine Diva. Was? Dagegen half auch kein Schokoriegel. Seine Crew machte sich deswegen über ihn lustig und nannte ihn Prinzessin. Da Killian aber ein Mann war, wollte er lieber ein König sein. So begab es sich, dass seine neue Majestät in einer anderen Geschichte auftauchen sollte. Hier war er König Killian, geboren und aufgewachsen im Adel, behütet und beschützt. Seine Frau, die Königin, war Rowena. Killian konnte kein Wässerchen trüben, bis Rowena eines Tages fortlief. Ich hasse meinen Mann, weil er langweilig ist. Tüdelü! König Killian machte sich natürlich sofort auf die Suche nach seiner Königin. Doch trotz großer Mühen lief die Suche nicht ganz so gut. Der gute König wurde innerhalb der ersten Stunden komplett ausgeraubt. Da er im Schloss aufgewachsen war und so behütet und beschützt nur weltfremd werden konnte, bestand seine Verteidigung gegen die Angreifer aus folgenden Worten. Wie unhöflich! So konnte sich ein König natürlich nicht benehmen. Also wurde er doch wieder zur Prinzessin. Und da eine Prinzessin nicht Killian heißen kann, entstand so der neue Name, Prinzessin KK. Ja, und das war die Story zu KK. Wie gesagt, eine absolute Trash-Production. Aber wir hatten wirklich super viel Spaß beim Film. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich überhaupt aufnehme. Das ist ganz, ganz furchtbar. Wir hatten super viel Spaß beim Film. Es hat echt lange gedauert. Wir haben 8 Stunden gedreht. Es war anstrengend. Wir haben viel gelacht und wussten die Hälfte der Zeit eigentlich nicht wirklich, was zu tun. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin super gespannt auf eure Reaktion. Wenn alles klappt, bin ich ja gerade da. Nee, da? Da unten irgendwie oder da? Im Live-Chat unterwegs zur Premiere. Und ja, ich wollte mich auf jeden Fall noch bei allen bedanken. An ihr, die mich supportet, die meine Videos gucken, die jetzt wirklich bis jetzt dieses wirklich sehr seltsame Video geguckt haben, bis zum Schluss. Bei meiner Familie, bei meinen Freunden, die mich unterstützen und halt auch so nehmen, wie ich bin, gerade im Hinblick auf das, was ich euch gerade auch im Hinblick darauf, was ich euch heute alles erzählt habe. Und natürlich auch bei meiner Freundin Hubert. Die sitzt hier gerade im Nebenzimmer. ja. Großes Dankeschön an meine Moderatoren. Und ja, ich hoffe einfach auf ein weiteres Jahr und ich wollte doch hier das wollte ich eigentlich. Ja, ich weiß nicht, wie ich das Video jetzt geschickt beenden soll. Mein Kater schnurrt mir hier direkt ins Mikro. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das überhaupt hört oder nicht. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für euren Support.
empfehlt meinen Kanal gerne weiter, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, hoffe auf ein weiteres tolles Jahr mit euch gemeinsam. Und das klingt voll wie eine Silvesterklausel, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und fühlt euch ganz, ganz lieb von mir gedrückt und bis zum nächsten Mal.